ist das ein kaltes Wetter draußen. Der Schnee und alles. Mensch, aber gut, dass ich jetzt hier bin, in unserer Kita. Kinder, ich sag euch, da draußen, da ist ein Schneesturm. Unglaublich. So, jetzt lege ich erstmal meine Jacke ab und meine Mütze. Ihr wisst ja gar nicht, was los ist, gell? Aber es ist wieder soweit. Ja, wir sehen uns einige Zeit nicht, wegen Corona, das wisst ihr ja schon alle, aber wir vermissen euch sehr. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen was Besonderes für euch. Es gibt diesmal keine Briefe, es gibt diesmal keine Päckchen, ja vielleicht ja doch, aber wir möchten dieses Mal für euch ein kleines Filmchen drehen. Und das machen wir jetzt hier mit. Und es gibt noch was Neues. Wir haben nämlich hier jemand sitzen, den kennt ihr noch gar nicht. Hey Basti, komm mal her. Ah, schön, dass du da bist. Mensch. Oh, hallo Frau Fluck, was machst denn du hier? Ja, ich bin jetzt hierher gekommen, weil wir wollen doch zusammen was machen. Ich hab's dir doch erklärt. Nö, was denn? Na, wir wollen doch für die ganzen Kinder vom Kindergarten St. Sebastian, mit denen zusammen wollen wir was machen. Und ich sag dir eins, die kennen dich noch gar nicht. Nicht? Warum denn nicht? Ich bin noch der Basti aus der Kita St. Sebastian. Und ich sitze jetzt hier immer vorne auf der Bank und guck, was so los ist. Und ich bin ja schon mal gespannt, wenn all die Kinder wieder hierher kommen, die hier so spielen. Aber im Moment ist hier tote Hose, sag ich euch. Gell, Frau Fluck, du vermisst die Kinder auch. Ah ja, Basti, ich vermisse die Kinder auch, ich sag's dir. Aber wir haben für die Kinder ja eine Überraschung. Und ich habe mir gedacht, weil es immer Freude macht zu singen und ihr singt ja hier viel in der Kita, wollen wir zusammen ein Lied singen. Oh ja, das machen wir. Ich setze mich aber so lange auf die Bank, weil ich kenne das Lied noch nicht so gut. Ich höre erst mal zu. Okay, Basti, das machst du. Du sitzt jetzt hier auf die Bank, so, und wir singen mit den Kindern das Lied. Du hörst zu, ich singe und ihr daheim, ihr könnt jetzt alle mitmachen. Ein paar von euch kennen das vielleicht. Das heißt, wenn ich glücklich bin, dann klatsche ich in die Hand. Und ihr habt daheim bestimmt ein bisschen Platz. Da müsst ihr jetzt nämlich aufstehen, damit ihr euch gut bewegen könnt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Lied zusammen. Also das Lied heißt, wenn ich glücklich bin, dann klatsche ich in die Hand, weil wir haben trotzdem Grund, alle glücklich zu sein und froh zu sein. Das ist ganz wichtig in so einer Zeit. Dann starten wir zusammen. Ihr macht einfach mit. Wenn ich glücklich bin, dann klatsche ich in die Hand. Wenn ich glücklich bin, dann klatsche ich in die Hand. Denn Gott hat in meinem Leben sehr viel Freude mir gegeben. Wenn ich glücklich bin, dann klatsche ich in die Hand. Wenn ich glücklich bin, dann stampfe ich mit dem Fuß. Wenn ich glücklich bin, dann stampfe ich mit dem Fuß. Denn Gott hat in meinem Leben sehr viel Freude mir gegeben. Wenn ich glücklich bin, dann stampfe ich mit dem Fuß. Wenn ich glücklich bin, dann schnalze ich mit der Zunge. Wenn ich glücklich bin, dann schnalze ich mit der Zunge. Denn Gott hat in meinem Leben sehr viel Freude mir gegeben. Wenn ich glücklich bin, dann schnalze ich mit der Zunge. Wenn ich glücklich bin, dann springe ich in die Luft. Wenn ich glücklich bin, dann springe ich in die Luft. Denn Gott hat in meinem Leben sehr viel Freude mir gegeben. Wenn ich glücklich bin, dann springe ich in die Luft. Wenn ich glücklich bin, dann rufe ich laut Hurra! Hurra! Wenn ich glücklich bin, dann rufe ich laut Hurra, Hurra! Denn Gott hat in meinem Leben sehr viel Freude mir gegeben. Wenn ich glücklich bin, dann rufe ich laut Hurra, Hurra! Wenn ich glücklich bin, dann tue ich alles fünf. Hurra! Wenn ich glücklich bin, dann tue ich alles fünf. Hurra! Denn Gott hat in meinem Leben sehr viel Freude mir gegeben. Wenn ich glücklich bin, dann tue ich alles fünf. Hurra! Super! Mensch, Frau Fluck, das war ja super.
Ja, Basti, gell? Das ist doch das Lieblingslied der Kinder. Und immer wenn wir das singen, werden wir ein Stück glücklicher. Und ich hoffe, ihr habt alle ganz toll mitgesungen. Ja, ich singe nächstes Mal auch mit. Das ist so toll. Ja, Basti, das machst du, gell? Aber was könnten wir denn jetzt machen? Was machen wir denn im Kindergarten immer so? Wir singen, wir spielen und wir basteln. Was, Basti, du hast recht, wir basteln. Passt ja, Basti und basteln. Mensch, Frau Flug, du hast wieder lustige Ideen. Guck mal, Frau Flug, ich habe da schon was vorbereitet. Ja, Basti, du warst ja fleißig. Was hast du denn da schon alles gemacht? Frau Flug, guck mal, da habe ich was. Ja, Basti, du warst echt fleißig. Was ist denn das? Ah, Frau Flug, siehst du es nicht? Das ist eine Schneeflocke. Die kann man ganz leicht machen, liebe Kinder. Könnt ihr zu Hause auch machen. Das ist ein bisschen schwierig mit der Frau Flug und ihren Händen. Deswegen macht die Frau Flug das jetzt einfach. Die kann das nämlich. Und ich gucke wieder zu. Sonst haben wir nachher hier Händesalat. Okay, liebe Kinder? Ja, Basti, ich mach das. Und du gibst mir halt ab und zu Anweisungen. Ich setz dich mal wieder dahin. So. Gibst mir mal deine Schneeflocke. Ja, gib nur her. Okay, gut. Aber mach's auch richtig, Frau Flug. Ja, ich bemühe mich. Also, das ist eine Schneeflocke. Und draußen hat sie auch so viel Schnee. Und diese Schneeflocke wollen wir jetzt zusammen basteln. Passt mal auf. Ihr braucht dazu eine Schere. Ihr braucht dazu ein Taschentuch. Ja, Taschentuch hat bestimmt jeder daheim. So. Ihr braucht dazu eine Holzperle oder eine andere Perle. Wenn ihr die nicht habt, ist es nicht schlimm. Also das ist nicht ganz so schlimm. Und nochmal ein Stückchen Papier. Da könnt ihr auch ein Stückchen vom Klopapier nehmen. Ja? Also und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Mach ich es richtig, Basti? Ja, Frau Flug, machst du richtig. Gut. Also, wir machen jetzt das Tempo auf. Taschentuch machen wir auf. Dann legen wir das Taschentuch vor uns hin, ich mache das mal auf die Seite, und falten daraus eine Ziehharmonika. So nach oben, einmal hin, einmal her, eine Ziehharmonika falten. So, ganz einfach. Dann brauchen wir noch einen Faden, halt, lege ich mal die Schere drauf, einen Faden, den schneiden wir hier ab. Brauche ich die Schere wieder. So. Und wenn ihr eine Holzperle habt, macht ihr die Holzperle auf den Faden drauf. Einfach drauffädeln. So, und nun binden wir den Faden hier rum. Das kann man auch ganz schnell einfach so machen. Einmal festmachen den Faden. So. Ziehen das Ganze ein bisschen fest. So, jetzt hängt es hier so und dann haben wir die Enden vom Taschentuch und die Enden, die machen wir jetzt auseinander, aber ganz vorsichtig. Ihr müsst da an den Ecken ein bisschen das Papier aufbröseln und ganz vorsichtig, ich lege das mal hier ab, dran ziehen. Das hat nämlich mehrere Lagen, so ein Taschentuch. Und wenn ihr das ganz vorsichtig auseinanderzieht, dann pufft es richtig auf. Seht ihr, wie eine Schneeflocke. So. Und dann die andere Seite noch. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Enden so zu erwischen, dass die auseinandergehen. Da muss man manchmal richtig mit den Fingernägeln da so ein bisschen dran ziehen. Aber irgendwann geht's. Und wenn ihr Hilfe braucht, fragt ihr einfach eure Mama oder euren Papa. Die können euch da bestimmt auch behilflich sein. So, jetzt haben wir es schon. Jetzt haben wir hier die Enden ein bisschen auseinandergenommen. Und jetzt wird die Schneeflocke richtig aufgepufft. So, jetzt haben wir hier die Schneeflocke. Und die Schneeflocke, die hat ja jetzt hier oben auch so ein kleines Köpfchen. Mal noch ein bisschen festziehen. So.
Könnt ihr noch euch ein bisschen zurechtziehen, wie ihr es braucht. Und dann könnt ihr auch an das Köpfchen von der Schneeflocke, ein Gesicht könnt ihr noch drauf malen. Und wenn ihr keine so eine Kugel habt, ist das gar nicht schlimm, weil die Schneeflocke braucht nicht unbedingt einen Kopf oder ein Gesicht. Und nachher seht ihr auch, wir haben schon viele Schneeflocken hier hingehängt. Das sieht dann ganz toll aus. Ihr könnt sie ans Fenster hängen oder wo ihr gerne wollt. Ja? Und falls ihr der Schneeflocke noch ein Schleifchen obendrauf machen wollt aufs Köpfchen, falls ihr ein Köpfchen habt, bindet ihr einfach das Stück Klopapier hier oben noch fest, macht einen Knoten und dann habt ihr eure Schneeflocke. Basti, bist zufrieden damit? Ja, Frau Fluck, das hast du gut gemacht. Diese Schneeflocke, die hängen wir jetzt nachher zu unseren anderen Schneeflocken. Und wenn die Kinder wieder in den Kindergarten kommen, können sie entweder ihre Schneeflocke mitbringen oder unsere anschauen. Gell? So, Basti, ich finde, jetzt haben wir so viel geschafft schon. Wir haben gesungen. Ja, und das war so schön, Frau Fluck. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Wir haben gebastelt. Ja, und die Schneeflocke ist toll geworden und draußen bei uns schneit es immer noch heute. Ja, es liegt bestimmt morgen früh ganz viel Schnee und dann können wir einen Schneemann bauen. Aber, was könnten wir denn noch machen? Ich weiß was, ich höre so gern Geschichten. Ich höre am liebsten die Geschichten vom Frieder. Frieder? Den Frieder? Den kenne ich auch, der Frieder, der hat tolle Geschichten, gell? Und wir haben sogar das Buch hier. Oh, ist das super! Also für die Kinder, die den Frieder noch nicht kennen, den Frieder und seine Oma, den lernt ihr jetzt kennen. Manche kennen es vielleicht schon, aber ich denke, ihr hört auch gerne nochmal zu, oder? Ja, ich finde schon. Komm, wir holen mal das Buch hier. Das liegt doch hier auf der Bank. Ich habe es doch hier schon gesehen. Ah, ja, da liegt es. Guck, Frau Fluck. Schaut mal, Kinder. Das ist das Buch von Oma und der Frieder. Und da lesen wir jetzt eine Geschichte draus vor. Ich mag am liebsten die mit den vertauschten Rollen. Oh ja, ich auch, Basti. So, Basti, ich brauche jetzt mal meine Hand. Ich nehme die mal hier raus. Das ist okay, Frau Fluck. Gut, Basti. Dann schlagen wir mal auf. Also, bist du bereit, Basti? Ja. Seid ihr auch bereit? Dann geht's jetzt los. Oma! Schreit der Frieder und zupft an Omas Rock. Oma, ich mag nicht immer Frieder sein. Ich mag mal Oma sein. Ja, lässt du mich gleich los, Bub, zetert die Oma. Jetzt sei froh, dass du ein Bub bist. Kinder haben's immer besser. Gar nicht, sagt der Frieder und greift sich Omas Hut, den grauen. Und Omas Tasche, die schwarze. Omas haben's besser, das ist doch klar. Ja, bist du denn verrückt? Ruft die Oma und will nach ihrem Hut greifen. Da klapst ihr der Frieder einfach auf die Finger, rückt den Hut gerade auf seinen Kopf und befiehlt, Marsch, ab mit dir ins Kinderzimmer. Ich bin jetzt die Oma und damit Schluss. Ja, wie redest du denn mit mir? Wundert sich die Oma und will nach ihrer Tasche greifen. Da zieht der Frieder schnell die Tasche weg. Und macht eine ganz tiefe Stimme und befiehlt nochmal, ab mit dir ins Kinderzimmer, habe ich gesagt. Da, spiel schön, aber ordentlich. Haben wir uns verstanden? Ich gehe in die Küche. Und damit marschiert er würdevoll ab und lässt die verblüffte Oma stehen. Die Oma guckt, schüttelt den Kopf und murmelt dann, Lausebengel, verflixter, na warte. Und sie verschwindet im Kinderzimmer und macht die Türe fest hinter sich zu. Der Frieder steht in der Küche, Hut auf dem Kopf und Tasche in der Hand. Er schaut sich um. Dann legt er erstmal den Hut auf den Küchentisch und die Tasche daneben. So, nun ist er also in der Küche. Als Oma. Frieder ist jetzt Oma. Was macht die Oma denn in der Küche? Sie wäscht ab, aber abwaschen ist langweilig und überhaupt hat die Oma längst schon abgewaschen. Nichts steht rum, blitzeblank ist die Küche. Was macht sie denn noch?
Na, sie kocht, ganz klar. Also muss Frieda jetzt kochen. Am besten Reisbrei. Das schmeckt. Ja, das schmeckt mir auch, Frau Pluck. Ja, weiß die mir auch. Das weiß unsere Frau Barth am besten, dass mir Reisbrei schmeckt. Ah, Frieda mag den Reisbrei auch ganz gerne. Zum Reisbrei braucht's Reis und Milch und Zimt und Zucker. Das weiß der Frieda längst. Der Reis steht im Kühlschrank. Frieda holt sich den Küchenhocker, steigt rauf, öffnet die Küchenschranktür und dann reißt er die Reistüte so heftig hervor, dass sie platzt und die Reiskörner auf den Boden rieseln. Oh nein! Macht nichts, da kann man ja alles zusammenfegen. Jetzt holt er mal den Zucker. Der Zuckertopf steht auch im Küchenschrank. Vorsichtig diesmal holt ihn der Frieda heraus und steigt vorsichtig vom Küchenhocker und will ihn vorsichtig auf den Küchentisch stellen. Da kippt der Zuckertopf beinahe von selber um und der Zucker rieselt in Omas Hut und in Omas Tasche. Blöd. Naja, dann holt er jetzt eben den Zimt, aber den findet er nicht. Auch wenn er sämtliche Schüsseln, Teller und Töpfe aus dem Küchenschrank räumt, der Zimt bleibt verschwunden. Na gut, der Zimt kann warten. Jetzt erstmal die Milch. Frieda holt aus dem Küchenschrank die Milch. Nein, aus dem Kühlschrank holt er die Milch. Schüttet sie in einen Topf. Leider schwappt die Hälfte daneben. Macht nichts, kann man ja aufwischen. Nun muss die Milch auf den Herd. Frieda stellt also den Milchtopf auf den Herd. Nun muss aber auch ein Feuer darunter. So hat man es früher gemacht. Frieda sucht nach Zündhölzern und sucht und findet sie nicht. Zündhölzer braucht er aber, weil es sonst kein Feuer gibt. Und ohne Feuer kocht die Milch nicht, das ist klar. Oma, schreit der Frieda und reißt die Tür auf. Oma, bring mir Zündhölzer, aber schnell. Ja, bin ich denn dein Diener, schreit die Oma zurück. Ich bin im Kinderzimmer und ich spiele schön. Ich bin doch jetzt du, weißt du es nicht mehr? Der Frieda horcht auf. Was tut die Oma? Sie spielt schön? Das muss er sehen. Frieda saust aus der Küche ins Kinderzimmer. Da sitzt die Oma und hat alle Spielsachen um sich herum gestreut. Oh nein, das ist bestimmt die Sauerei. Ja, Basti, ich glaube auch. Die Rennautos liegen im Bett, die Legosteine, alle, aber auch wirklich alle, die liegen im ganzen Kinderzimmer verstreut herum. Halb auf dem Bett, halb auf dem Tisch. Die Malsachen liegen auf dem Boden, die Plüschtiere auf dem Stuhl und gerade ist die Oma dabei, die Schachtel mit den Bauklötzen auch noch auszulernen. So, sagt sie zufrieden, steht auf und marschiert am Frieda vorbei in die Küche. Der Frieda staunt. Das Zimmer sieht vielleicht aus. So eine Unordnung. Das hat er noch nie geschafft. Oma, brüllt er empört, mein Zimmer ist ein Schweinestall. Tja, wie du mir, so ich dir, brüllt die Oma zurück. Meine Küche, die ist auch ein Schweinestall. Und überhaupt mit Zündhölzern sollst du nicht zündeln. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Und überhaupt, schreit der Frieda, mit meinen Spielsachen sollst du nicht so rumschmeißen. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Na geh, sagt die Oma und steckt den Kopf zur Küchentür raus. Ich hab halt schön gespielt. Omas als Frieda spielen halt so. Und ich, sagt der Frieda und grinst dabei, ich hab halt schön gekocht. Friedas als Oma kochen nämlich auch so. Leider, sagt die Oma und grinst auch. Und dann gibt sie dem Frieda einen Schmatz auf die Backe und sagt, weißt was, jetzt bin ich wieder die Oma und du bist wieder der Bub. Und ich räum auf in meiner Küche und du räumst auf in deinem Zimmer, okay? Und dann koche ich uns was. Einen Reisbrei. Der Frieda nickt und der Frieda seufzt und dann fängt er an, die Bauklötze wieder einzusammeln und die Legosteine und die Plüschtüre und. Und eigentlich ist er jetzt doch lieber wieder der Frieda, wenn er an die verschüttete Milch denkt und an den Zucker in Omas Hut. Oh nein, wenn das die Oma noch schon wüsste. Oh ja, die Oma wird sich freuen, Basti. Die Oma seufzt und stöhnt und schnauft und wischt und fegt und räumt auf wie eine Wilde. Und endlich ist sie fertig. Und der Frieda auch. Ja, und dann haben Oma und Frieda zusammen Reisbrei gekocht mit Zimt und Zucker.
Die Oma hat den Zimt sofort gefunden, weil sie ja weiß, wo er steht. Ja, und dann haben Oma und der Frieder zusammengespielt mit den Legosteinen. Und sie haben ein sehr schönes, sehr großes Haus gebaut, weil der Frieder ja weiß, wie sowas geht. Mensch, Frau Fluck, ich will auch mal gern die Rollen tauschen. Vielleicht mit dir, Frau Fluck. Ja, Basti, und ich tausche mal mit dir die Rolle und sitze hier und warte echt, dass alle Kinder kommen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht sehen wir uns ja wieder hier in so einer Form. Aber am allerliebsten hätten wir, dass wir euch alle bald wieder hier im Kindergarten haben. Auch alle Erzieherinnen vermissen euch. Die Frau Schneider, die Frau Krause, die Frau Rausch, die Frau Reiche, die Frau Regler und alle, die hier sind und auf euch warten. Aber so lange überlegen wir uns einfach, was wir daheim treiben könnten. Wir geben euch ab und zu mal Tipps mit Liedern und Geschichten und wir denken ganz fest an euch alle und eure Familien. Ja, liebe Kinder, und ich möchte euch auch so gern mal kennenlernen. Ich warte hier auf mein Bänkle und wenn ihr alle da seid, dann lesen wir ganz viel Frieda-Geschichten, okay? Das machen wir, Basti. Jetzt darfst du wieder hierher sitzen. Und wir sagen den Kindern Tschüss und bis bald.